Moin Moin! Hallo zusammen! Ja, heute zeigen wir euch, wie man trotz geschlossener Grenzen zwischen Griechenland und Albanien es schafft, von Albanien nach Griechenland zu kommen. Mehr nach dem Intro. Wir haben es geschafft. Wir sind nach Griechenland reingekommen. Ja, aber anders als geplant, weil ursprünglich wollten wir ja über Landweg fahren. Ja, wir wollten Richtung Süden und dann über Kakavia nach Griechenland einreisen. Das haben wir dann doch gecancelt. Ja, eigentlich war immer wieder im Gespräch, dass die Grenze nun doch geöffnet wird und dass auch Touristen über die Grenze von Albanien nach Griechenland kommen. Darauf hatten wir gehofft, aber dann gab es plötzlich widersprüchliche Meldungen und da hieß es, die Landgrenzen bleiben geschlossen. Ja, dass sie dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht für die Touristen aufmachen, dass die Touristen von Albanien nach Griechenland einreisen dürfen. Und dann haben wir uns noch schnell umentschieden. Ja, dann haben wir kurzerhand die unkonventionellste Art und Weise, wie man von Albanien nach Griechenland einreisen kann, haben wir ausgewählt. Genau. Und zwar Fährfahrt von Durres nach Bari, also nach Italien. Nach Italien. Und dann gleich weiter mit der nächsten Fähre von Bari nach Igoumenitsa. Das ist als Landstrecke von Albanien aus, braucht man da einen guten Dreivierteltag für. Und so haben wir 2 Nächte gebraucht, ja, bis wir in Griechenland angekommen sind. Genau, aber mehr dazu jetzt in diesem Video. Wir sind am späten Nachmittag nach Durres gefahren, zum Hafen. Man hat immer 2 Stunden für Check-in und wir waren guter Dinge, als wir da ankamen. Wir waren auch pünktlich. Ja, wir waren 3 Stunden früher, waren wir da. Und dann begann unsere Odyssee durch den Hafen Durres. Also der Hafen ist schon sehr wenig ausgeschildert, also der Bereich innerhalb des Hafens. Und man weiß nicht, wohin man fahren soll. Also im Grunde genommen weiß keiner, wohin er fahren soll, außer die, die das schon mehrfach gemacht haben. Und so wurden wir vom Pontius zu Pilatus geschickt. Wohin jetzt? Was uns dann sehr überrascht hat, ist, dass die Kontrollen extrem genau waren. Das heißt, auch als Camper mussten wir durch den Scanner, das ist eine riesige Halle, da werden normalerweise LKWs geröntgt. Das durfte unser Wohnmobil dann auch über sich ergehen lassen. Und das hat gedauert. Das hat sich richtig hingezogen, weil das beides, die Abfertigung und das Röntgengerät, lagen auf dem anderen Ende vom Hafen. Ja, aber
Wir haben es geschafft. Ja, und bei unserem Wohnmobil wurden keine inneren Verletzungen und Krankheiten festgestellt. Wir waren 20 Minuten vor der Ausschiffung fertig mit dem ganzen Zollkram. Ja, aber dann ging es auch ganz schnell. Und dann durften wir auf die Fähre. Leider fahren keine Fähren zwischen Dures und Bari, auf denen Camping on Board erlaubt ist. Deshalb haben wir uns eine Kabine gebucht. Aber in die Kabine durften wir auch den Hund mitnehmen. Und wir hatten Zugang zum Deck, auf dem wir wunderbar mit unserem Sherlock spazieren gehen konnten. Moin Moin erstmal. Guten Morgen. Ja, Italien begrüßt uns mit Seenebel und die Schiffsbesatzung mit dem Nebelhorn. Alle 3 Minuten. Oh, und so laut. Seit 5:30, ne? Ja. 5:30 haben sie angefangen. Ja, aber man kann aber auch wirklich besser schlafen. Die Betten. Also man hat so den Eindruck, dass man nicht auf einer Fähre, sondern auf einer Galeere untergebracht ist. Nur rudern muss man nicht. Wir müssen noch den Kabinenschlüssel bei der Rezeption abgeben und dann geht es nach unten zu unserem Wohnmobil. Direkt nach der Ausschiffung sind wir dann zur Grenze und die Grenzformalitäten haben wir auch recht schnell erledigt und wir durften auf dem Hafengelände in Bari bleiben. Das war sehr praktisch für uns. Ja, an der Passkontrolle haben sie uns dann gezeigt, wie wir zum Fähranleger nach Griechenland kommen und das war auch sehr unkompliziert. Also es gab überall Leute, also Hinweisschilder und Leute, die angezeigt haben, wo man wann wie abbiegen muss. Das stimmt. Also wir haben uns da recht schnell zurechtgefunden. Ja, und da gab es da auch, bei dem Griechenland-Terminal gab es ein großes Terminalgebäude. Da konnten wir wunderbar im Schatten stehen. Da liegt die Aurelia, das Schiff, mit dem wir aus Duris gekommen sind. Das hier ist das Terminal für Fährreisen Richtung Griechenland. Der Camper von Moy Camper. Ja, und dann gehen wir noch mal ein bisschen gucken. Eine hübsche kleine Taverne, da haben wir vorhin
drei Latte Macchiato geholt, die sehr lecker waren. Ja, und ich glaube, hier werden wir nachher im Schatten sitzen und mal gucken, wie wir den Tag sonst noch so rumbringen. So, jetzt mache ich mich mal auf die Suche nach Olga und Sherlock. Die müssten ja auch irgendwo sein. Da stehen die beiden. Sherlock ist auch überglücklich. Endlich keine Schiffsplanken unter den Pfoten, sondern festen Boden. Na, Shalom, Jick. Meine Freude über diese Idee hält sich gerade in Grenzen. Auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg erkunden wir Bari. Da haben wir dann noch mehr Zeit. Alles fertig. Jetzt geht's auf die Fähre und ab nach Griechenland. Ja, das war ziemlich einfach. Aber Camping on Board ist total neu für uns, das kennen wir noch nicht. Da sind wir mal gespannt, wie es alles abläuft jetzt mit Einschiffung. Ja, da scheint jetzt auch gerade die Fähre oder die, nee, das ist eine andere. Ja, unsere Fähre steht da hinten. Ja, wir fahren schon. Sherlock ist auch schon ganz entspannt, der hat auch schon seine Ecke gefunden. So soll der Urlaub beginnen. Genau.
nächste Tag ist angebrochen. Wir sind kurz vor Idomeneza hervorragend geschlafen. Also richtig, richtig super. Ja, also überhaupt nicht geschaukelt, alles klasse. Jetzt packen wir die Sachen zusammen. In einer halben Stunde soll das Ausschiffen beginnen. Ja, dann mal ran an die Buletten. Ja, da ist der kleine Mann. Also die Fähre nach Griechenland war extrem schnell unterwegs. Das war richtig flott. Ja. Wir waren sehr früh in Igoumenitsa, ich glaube 5.30 Uhr am Morgen griechischer Zeit waren wir da. Ja. So, dann ging das Ausschiffen ging auch relativ schnell. Und die Grenzkontrolle, das Einzige, was sie gefragt worden sind, ist, ob wir einen PCR-Test haben, und dann haben sie die Ergebnisse kurz kontrolliert und dann durften wir weiterfahren. Hallo, do you have a PCR-Test? Ja. Yeah. Test COVID? Ja. Okay, thank you. Bye. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir sagen erstmal Tschüss. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.